Schluss mit Preview-Videos oder dem Global Test Punch. Hier kommt das Let's Play zur Vollversion von ARMS für Nintendo Switch. Während ich meine Fäuste hebe, um zu kämpfen, könnt ihr ja die Daumen heben. Jedenfalls, wenn ihr euch über das Let's Play freut. Das wäre cool. Ja, und während wir hier kurz nochmal die Grundlagen durchgehen, spreche ich am besten ein bisschen was über das Spiel. Ich habe zwar das meiste schon in den anderen Videos gesagt, die ich bereits zu ARMS hochgeladen habe, aber man weiß ja nie, wer so alles auf dieses Video hier stößt. Bestimmt auch ziemlich viele neue Zuschauer. Willkommen an euch. Gerne könnt ihr den Kanal abonnieren, um nichts mehr zu verpassen. Oder auch Leute, die vielleicht sich gerade erst überlegen, eine Switch zu kaufen und erstmal ein bisschen was zum Spiel sehen wollen. Ja, für euch, wie gesagt, hier erstmal die Grundlagen. Man muss sie ohnehin als erstes durchmachen, bevor es dann richtig losgeht. Yo, ARMS erscheint am 16. Juni 2017 exklusiv für die Nintendo Switch. Es ist ein Kampfspiel, gemacht von den Mario Kart Entwicklern. Also die haben sich wohl direkt nach Mario Kart 8 an ARMS gesetzt. Und ja, man kann sagen, ARMS ist so fürs Fighting-Genre das, was Splatoon fürs Shooter-Genre ist. Man merkt halt schon, dass Nintendo mit diesem Spiel versucht, ziemlich vieles anders zu machen. Und ob das gelingt? Tja, das werden wir jetzt schon sehen. Die Demo hat auf jeden Fall ziemlich viele, positive, aber auch ein paar negative Eindrücke hinterlassen. Fakt ist allerdings, das Spiel ist größtenteils eigentlich auswendig lernen. Also du musst dich halt mit den Grundlagen vertraut machen und dann kriegt man das schon irgendwie hin. Was man halt auch wissen sollte, ist, dass die Charaktere grundsätzlich alle verschiedene Fähigkeiten haben. Wie man das rausfindet, weiß ich ehrlich gesagt auch nicht, aber während der Demo-Phase haben das ziemlich viele Leute analysiert und es gibt da so eine englische Website, wo die verschiedenen Abilities draufstehen. Ich verlinke euch die mal in der Videobeschreibung. Da gibt es sogar eine Tierlist. Min Min, die ich gerade spiele, ist unter anderem mit zwei anderen Kämpfern auf dem höchsten Rang. Aber ich muss auch ganz ehrlich sagen, sie kam mir schon immer sehr stark vor. Gerade diese Kombination, die ich hier gerade fahre, mit dem Elektroarm und dem Drachenarm, die kam mir schon immer sehr, sehr stark vor. Und ich merke gerade, es ist gar nicht so einfach, dieses Tutorial anzugehen, während man dieses ganze Grundlagengelaber hier abhakt. Deswegen mag ich Part 1 auch nicht. Da musst du so viel erzählen, so viel erklären, so viel Hintergründiges. Das ist manchmal nicht ganz so leicht. Aber wir schaffen das schon. Und Bite and Bark finde ich sowieso so ziemlich den ekelhaftesten Gegner, weil er halt noch diesen Hund dabei hat, der ihn die ganze Zeit unterstützt. Also er kann auf ihn draufspringen und halt so noch höher jumpen oder ihn vorschicken, damit er mit der Zunge angreift. Das ist zwar nicht besonders stark, aber bringt natürlich den Gegner aus dem Konzept. Es ist daher keine allzu schlechte Idee, erstmal den Hund auszuschalten. Und jetzt, da er liegt, kriegst du aufs Maul! Yeah, schön mit dem Special getroffen. Der sich im Übrigen auflädt, je besser man kämpft, sag ich mal. Also, wenn man häufig Treffer landet, lädt sich der Special auf. Wenn man erfolgreich Angriffe abwehrt, lädt sich das Special auf und so weiter und so fort. Grundsätzlich sollte man auch wissen, dass wenn man blockt oder springt, zumindest bei den meisten Chars, laden sich die ARMS auf und dann sind sie stärker. Aber da komme ich später nochmal drauf zu sprechen. Ich habe ja von euch auch ziemlich viele coole Tipps in die Kommentare geschrieben bekommen bei meinen beiden Test-Punch-Videos. Und ich versuche diese Tipps jetzt gleich
in Kürze umzusetzen. Der Grand Prix-Modus, das ist sozusagen der Story-Modus, da gibt es auch Bosskämpfe, würde ich liebend gerne schon zeigen, steht aber leider noch unter Embargo bis zum Release. Also ist so, den kann ich leider erst dann ab dem 16., also sprich ab dem Release-Day, euch zeigen. Wir legen also erstmal los mit Versus, aber wir gehen vielleicht kurz vorher nochmal die einzelnen Modi durch. Also Versus, da kommen wir gleich zu. Standardkampf ist der ganz normale Online-Fight, aber aus Spaß. Ja, also da gibt es keine Wertung. Man kann zwar Münzen verdienen, die ihr auch unten rechts seht, aber es gibt keine Wertung oder sowas. Dafür aber hier, der Ranglistenkampf. Hier kommt es drauf an. Niederlagen und Siege spielen eine große Rolle für euren Rang. Also hier quasi Training und hier Ernst. Dann gegen Freunde spielen, lokaler Modus. Das Arms-Diagramm, das zeigt euch alle Arms, die ihr freigeschaltet habt. Also man sieht, man kann ziemlich viele bekommen. Und im Übrigen wird Arms auch stetig mit kostenlosen Updates versorgt. So wie es auch bei Splatoon gemacht wurde. Mit der Zeit werden neue Kämpfer, neue Arenen und auch neue Arms hinzugefügt. Nice, ne? Dann haben wir hier noch das Arms-Depot. Da können wir aber leider erst rein, wenn wir 30 dieser Münzen haben. Wird also auch noch ein bisschen dauern. Ja, jetzt kann man natürlich argumentieren, der Umfang ist schon ein bisschen wenig für die aktuellen 60 Euro, die das Spiel kostet. Ja, das mag sein, aber das muss natürlich auch jeder für sich selbst entscheiden, ob es einem reicht oder eben nicht. Und vielleicht ist ja unter anderem auch dafür dieses Let's Play geeignet, um das rauszufinden. Okay, dann kommen wir nun zum Versus-Modus. Übrigens, lasst euch nicht stören von den gelegentlichen Schnitten, die ich halt setzen muss, weil das Spiel ist noch nicht draußen und deswegen gibt Nintendo den Medienpartnern immer gewisse Richtlinien und in dem Fall muss ich halt immer spätestens alle 10 Minuten einen kleinen Cut setzen. Ich versuche das alles so unsichtbar wie möglich zu machen, aber ja, ich wollte es halt nochmal dazu sagen, ne? Gut, also Kampfmodus sind ganz normale Kämpfe gegen CPUs oder gegen menschliche Spieler, wo man die Regeln selbst festlegen kann. Dann bei Teamkampf natürlich das gleiche, aber eben 2 gegen 2. Das Volleyball-Minispiel, Basketball-Minispiel, das Zielschießen, ins Schwarze nennt sich das, und der 100-Kampf. Den ich persönlich auch noch gar nicht kenne und der nicht in der Demo spielbar war. Also ein komplett neuer Modus, den wir gemeinsam erleben. Gleiches gilt für Arms Test. Auch das habe ich noch nie gesehen. Und die Grundlagen gibt's auch noch. Aber die lassen wir weg. Ich würde sagen, wir beginnen jetzt erstmal mit einem ganz normalen Kampf. Also für den ersten Part habe ich mir halt gedacht, wir spielen diesen Versus-Modus komplett durch. Ich versuche auch immer andere Charaktere zu nehmen. Wobei ich jetzt schon sagen kann, ich habe mich so ein bisschen auf Master Mami und Min Min festgelegt. Also das sind die beiden Chars, mit denen ich am besten klarkomme und die ich auch am coolsten finde. Zumindest Stand jetzt. Das kann sich natürlich alles auch noch ändern mit der Zeit. Aber im Moment ist es halt so. Ja, ihn hier spiele ich ganz gerne mit der Megatonne und der Feuermatik. Und genau das machen wir jetzt auch. In einem ganz normalen Armskampf mit einem Zeitlimit, das bei 99 liegt. Was man sich generell immer merken kann, ist, dass alle oder zumindest fast alle Charaktere die Arms aufgeladen bekommen, wenn man springt. Man sieht es ja auch, die leuchten dann. Und dann sind sie immer etwas stärker. Oder schalten bestimmte Elemente frei. Weil es gibt gewisse Arms, die haben noch einen Feuerbonus oder einen Elektrobonus. Beispielsweise bei Min Min, die hat ja so einen Elektroarm. Und das hat dann eben verschiedene Effekte. Einfach, dass es mehr Schaden macht oder dass der Gegner gestunt wird. Ja, was gibt's denn da alles? Ich weiß nicht, ob ich jetzt alles auf die Reihe kriege, aber Feuer, Explosion, Wind, Eis, Elektro, Blende und ich glaube noch irgendwas, aber das fällt mir jetzt gerade nicht ein. Okay, der erste Kampf ging auf jeden Fall schon mal gewonnen. Ich nehme jetzt einfach mal einen anderen Arm, damit wir auch ja, verschiedene Arms halt hier in diesem Part sehen.
Auch wenn ich mit diesem Vogel eigentlich nie spiele. Ich weiß auch gar nicht, was der wirklich bringen soll. Da finde ich den sich aufteilenden Arm viel besser. So, jetzt kam ich aber noch gar nicht dazu, Master Mummys spezielle Fähigkeit zu nennen. Er kann sich nämlich healen. Natürlich wird ein Schutzschild durch einen Grab gebrochen, da sollte man immer drauf aufpassen. Aber dieser erste Kampf hier, oder zweiter von mir aus, dient halt auch immer noch dazu, um ein bisschen was zu erklären. Aber mit Master Mummy sollte man sich eigentlich immer verstecken oder einfach etwas defensiver kämpfen, weil ihr seht ja, man kann sich richtig krass hochhealen. Und je länger der Schild aufrechterhalten wird, desto schneller lädt sich das, glaube ich, auch auf. Also, wenn man es richtig anstellt, kann man mit Master Mummy ziemlich abgehen, weil seine Schläge sind halt alle ziemlich stark, man sieht's ja. Er ist dafür zwar auch etwas langsamer und nicht ganz so agil beim Springen, aber ich finde, die Vorteile überwiegen bei ihm. Ich glaube, der hat auch ziemlich viele HP. Und wie ihr gerade seht, kann man auch den Special abwehren, wenn man es denn richtig macht. So wie in dem Fall. Da konnte mein Gegner dann nichts machen und geht jetzt KO. Außerdem glaube ich, dass Master Mummy 50% weniger Schaden bekommt, wenn er shieldet, als andere Chars. Und er kann nicht geflincht werden oder so. Da gucke ich nochmal nach. Aber wie gesagt, ich habe diese Ability-Seite euch in die Videobeschreibung gepackt. Wenn ihr wissen wollt, was die einzelnen Charaktere drauf haben, dann könnt ihr da ja nachgucken. Ich weiß nicht, ob es auch eine deutsche Seite gibt. Wenn ja, dann klärt mich bitte auf. Dann tue ich natürlich die in die Beschreibung. Aber ja, fürs Erste tut's auch die englische. Das muss ich halt selber auch noch ein bisschen auswendig lernen. Deswegen kann ich es jetzt noch nicht zu 100% wiedergeben, wie es ist. Aber auf jeden Fall, das mit dem Healen ist so 50% weniger Damage, wenn er shieldet. Und generell, ja, wenn man, also man soll im Prinzip auch rumspringen im Spiel. Das wird sogar verlangt. Es gibt Chars wie Ribbon Girl. Komm, die nehmen wir jetzt sogar mal. Und wir kämpfen mit Min Min an der Seite. Die halt durch das Springen extrem profitiert. Sie hat beispielsweise 4 Jumps. Ne, warte, machen wir mal einen neuen Char. Ah, verdammt. Die hat so eine geile Stimme. Ich glaube, sie singt auch den Intro-Song. Generell, die Mucke ist super. So richtig hypend. Und mega Ohrwurm. Oh, kurzer Moment noch. Ich glaube, es ist mal an der Zeit, die Computerstärke ein bisschen hochzuschrauben. Ich würde mal sagen, wir machen das jetzt pro Modus um ein Level höher. Also startet bei Level 2. Jetzt spielen wir den Teamkampf auf Level 3. Hier 4, 5 und immer so weiter. Damit hier auch ein bisschen Würze reinkommt. Nee, aber wo ich vorhin drauf hinaus wollte, ist, jeder Char hat halt seine individuellen Fähigkeiten und das muss man halt auswendig lernen, ne? Muss ich halt auch noch machen. Das wird ein bisschen dauern. Jetzt weiß ich nicht, wen hatte ich noch als Gegner? Mechaniker? Ich glaube schon. Und Helix. Ist auch egal. Wir werden auf jeden Fall mit den Charakteren immer schön durchwechseln, dass wir da alle mehrfach zu Gesicht bekommen. Das ist gar kein Ding. So, Team Battle. Da bin ich ja ehrlich gesagt kein allzu großer Fan von, aber ja. Machen wir einfach mal, muss ja auch gezeigt werden. Bei Ribbon Girl nehme ich jetzt mal den Knaller und den Donnerschlag. Knaller ist, glaube ich, so ein aufteilender Arm. Ja, so in der Art. Die mag ich ziemlich. Und das andere ist halt ein Elektroarm, der entsprechendes Element, wenn er aufgeladen ist, auch nutzen kann. Das Problem bei den Kämpfen im Team ist, meiner Meinung nach, dass man ein bisschen die Übersicht verliert. Und zumindest im Kampf mit menschlichen Spielern auch sehr, sehr häufig der Grab genutzt wird. Weil man während des Grabs ja ohne Deckung ist. Also sprich, ich grabbe den einen Teampartner und der andere grabbt dann direkt danach mich. Und da entsteht dann eine Endlosschleife, die man eigentlich kaum unterbrechen kann. Das ist halt so ein kleines Problem. Das müsste Nintendo noch irgendwie fixen, wenn es geht. Oh, schön, der Special trifft. Aber Mechaniker haut auch einen raus. Jetzt muss ich schnell mit dem rechten Stick.
verdammt, das ist ein bisschen blöd gegangen jetzt. Mit dem rechten Stick hätte ich sie schnell anvisieren müssen und nachhelfen sollen. Aber das ist ein gutes Stichwort. Ich glaube, ich habe noch gar nicht drüber gesprochen, welche Steuerungsmöglichkeit ich verwende, auch wenn man sich das wahrscheinlich schon hätte denken können. Ich spiele mit dem Pro Controller. Zwar wurde ARMS für die Joy-Cons und somit für die Bewegungssteuerung optimiert und entwickelt. Allerdings bin ich halt einfach ein Fan der klassischen Steuerung. Das ist halt einfach so, ne? Also ihr habt ja da auch verschiedene Möglichkeiten in dem Spiel. Ihr könnt mit einem einzelnen Joy-Con spielen, ihr könnt mit dem Grip-Controller spielen, mit beiden Joy-Cons und Bewegungssteuerung, so wie es halt auch gedacht ist. Oder mit dem Pro-Controller. Ich glaube, da ist für jeden was dabei. Ich habe mich halt auf die Bewegungssteuerung konzentriert. Was ich übrigens über Ribbon Girl weiß, ist, sie kann viermal springen. 1, 2, 3, 4. Glaube, so häufig wie kein anderer Char. Und sie kommt auch relativ schnell wieder auf den Boden zurück. Also wenn man sie spielt, sollte man halt häufig springen und dashen. Das mache ich jetzt gerade eher weniger, weil es sich nicht wirklich anbietet. Ja, man sieht ja, dass man im Team-Battle mit seinem Partner verbunden ist über so ein Seil. Und das Problem ist halt, dass man so immer nah beieinander steht. Sprich, wenn der eine gegrabt wird, wird der andere gleich mitgegrabt und man nimmt auch Schaden. Man büßt also die Fehler des Gegners mit ein. Das bringt natürlich auch neue Taktik mit sich, weil man so halt ein bisschen besser auf seinen Teampartner achten muss und halt wirklich eine Einheit bilden muss. Aber ja, ich weiß nicht. Bin ich nicht allzu großer Fan von, muss ich ganz ehrlich sagen. Aber gut, vielleicht muss ich mich da auch einfach erst reinarbeiten, wie dem auch sei. Ich glaube, zum Teamkampf ist alles gesagt und alles gesehen worden. Wir machen weiter mit Volleyball, einem Minispiel. Und da stelle ich jetzt auch schnell die Computerstärke auf 4 hoch. Ja, 60 Sekunden ist vielleicht ein bisschen wenig, wobei, mehr geht nicht, außer Unlimited. Und das ist jetzt auch nicht wirklich in meinem Sinne. Okay, dann machen wir das doch mal mit Springman. Und mit Bite and Bark. Genau. So. Bei Volleyball kommt es eigentlich wie beim richtigen Volleyball auch drauf an, dass der Ball halt im Sektor des Gegners zu Boden kommt. So punktet man. Daher bietet es sich eigentlich an, den Bumerang zu verwenden, weil der hat das Windelement dabei. Bläst also den Ball noch und den Gegner ein bisschen weiter nach hinten. Und ich finde den Trident, weil das halt auch so ein aufteilender Arm ist und er hat somit eine ordentliche Range. Es gibt einen kleinen Trick beim Volleyball, der eigentlich nicht erklärt wird, leider. Und zwar ist es so, man sollte erst einen Grab ausführen, damit sich der Ball so dreht, grünlich dreht. Und dann mit einem normalen Schlag draufhauen. So führt man nämlich einen Schmetterschlag aus. So. Und als Gegner sollte man natürlich wiederum darauf achten, den richtigen Moment zu erwischen. Also beispielsweise, wenn ich jetzt hier meinen Grab ausführe. Warte. So. Ach, nicht getroffen. Aber hätte ich getroffen und der Ball würde sich drehen. So, in dem Moment muss dann der Gegner halt zuschlagen, um quasi den geplanten Schmetterschlag des Gegners für sich selbst zu nutzen. Oh, der war gut. Der Ball zerplatzt auch nach einer Zeit, wenn er hin und her geschossen wird. Also der leuchtet immer mehr, ihr seht's ja, und dann irgendwann explodiert er. Aber wie es aussieht, haben wir hier alles richtig gemacht. Geil! Und normalerweise, wenn man kurz vor Ablauf der Zeit nochmal punktet, ach komm, wir spielen es einfach nochmal. Wenn man kurz vor Ablauf der Zeit nochmal punktet, erscheint, obwohl die Zeit währenddessen abläuft, nochmal ein Ball und der wird auch noch gespielt. Das sollte man immer bedenken. Es sind schon ziemlich viele Matches durch sowas noch auf ein Unentschieden gefallen oder sogar, der andere hat gewonnen. Vielleicht weiß man jetzt nicht genau, was ich meine. Aber wir werden es bestimmt gleich sehen, weil eigentlich hatte ich es noch... Eigentlich hatte ich das noch nie, dass ich ein Match beendet hatte, ohne dass nach Ablauf der Zeit nochmal ein Ball gespielt wurde. Das war jetzt gerade Premiere. Natürlich genau in der Aufnahme, ist klar. Ich will das unbedingt noch zeigen.
ihr da Bescheid wisst. Boah, der wird besser, hey. Also er spielt deutlich besser als beim ersten Mal. Komm rüber damit! Verdammt! Aber das ist halt dann jetzt so. Komm, schnell punkten noch. Aber jetzt haben wir genau die gleiche Situation wie vorher auch. Dass ich genau bei 0 nochmal gepunktet hatte. Unentschieden. Ja, weißt du was, dann schneide ich euch das rein, was ich meine. So, jetzt haben wir so eine Situation. Ich habe bei 3 Sekunden gepunktet. Der letzte Ball wird aber trotzdem noch gespielt, obwohl die Zeit abgelaufen ist. Und so hat mein Gegner halt jetzt nochmal einen Punkt gemacht, weil er den richtigen Moment erwischt hat. Das sollte man immer bedenken.